know what we're doing in the beginning? Als erstes beruhigen wir uns. The first thing we calm down. Und dann kommen wir nach vorne. And then we come to the front. Come on. Ich weiß, ihr habt euch schon hingesetzt, aber jetzt ist es Zeit aufzustehen. And now you already sat down, come but on. Now is the time to stand Jerome up. Jerome fängt schon an, sehr gut. Good job, the forerunners. Ey, wir müssen nicht zu euch runterkommen, oder? Sehr gut. Kommt nach vorne, kommt come nach vorne. To the front, come to the front. Ich möchte euch auch da oben einladen. Ihr dürft gerne mit aufstehen, nach Even unten you kommen. Up there, we want to invite you to stand up and come to the front. Genau, wunderbar. Okay. Ich habe gestern den Tag in München verbracht. And yesterday I spent a day in Munich. Und ich bin zu einer Trauerfeier gegangen eines befreundeten Pastors, der verstorben ist. And I went to a funeral of a pastor's wife. A pastor. A pastor. Wife. Of a pastor. Ein befreundeter Pastor. Ah, a friend. Ja. Und mir ist eine Sache so klar geworden. And one thing that got very clear to me. Viel zu oft tue ich Dinge in meinem Leben. Too often I do things in my life. Und erwarte, dass ich diese Dinge ja noch 100 Mal tun werde. And I expect that I'll do these things 100 times again. Ob ich morgens aufstehe, if I stand up in the morning, da weiß ich genau, ich werde ja am nächsten Tag auch wieder morgens aufstehen. And I know the next morning I'll get up again. Ob ich anfange zu beten, when I start praying, und weiß, ich werde am nächsten Tag ja auch wieder beten. And I know I'll pray again tomorrow. Und genauso kann es uns manchmal gehen mit dem Lobpreis. And in the same way, this is how we often come to worship. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, we come into the presence of God, um ihn anzubeten, to worship him, sollten wir niemals mit diesem Mindset hineingehen. We never should enter it with this mindset. Dass wir sowieso noch 100 Mal das erleben werden. That we will do that anyways 100 times again. Dass es so normal wird. It gets normal. Dass wir uns so daran gewöhnen, dass die Gegenwart Gottes kommt. We get used to coming to the presence of God. Sondern wir sollten dankbar sein für jeden Moment, wo wir ihn schmecken dürfen. We should be thankful for every moment where we can taste his presence. Es ist nicht selbstverständlich, dass du hier stehen kannst. It's not normal that you can stand here. Frei und vergeben. Free and forgiven. Dass du in die Gegenwart Gottes eintreten kannst. That you enter into the presence of God. Und dann möchte ich dich heute herausfordern. And I want to challenge you today. Dass du heute an diesem Sonntag. That today and this Sunday. Dieses worship set. This worship set. So ernst nimmst wie keines zuvor. You take it so serious as never before. Dass du ihn heute so anbetest. That you worship him today. Als wäre es das allerletzte Mal. As if it would be the last time. Als wäre es das letzte Mal in deinem Leben, dass du vor ihn kommen kannst. As if it would be the last time you come before him. Und ihm alles geben kannst. And you give him everything. Come on. Diese Bibelstelle ist den ganzen Morgen schon in meinem Kopf. And this scripture is in my mind the whole morning. Da heißt es, der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. The Lord inhabits the praises of his people. Der Herr wohnt im Lobpreis seines the Volkes. The Lord inhabits the praises of his people. Der Herr wohnt in diesem Moment heute Morgen. The Lord inhabits this place das here. Das heißt, er hat uns versprochen, mit seiner Gegenwart heute Morgen wieder hier zu sein. And he promised to be here with his presence again. Er liebt es, unter uns zu sein. He loves it to be amongst us. Er will dir ganz persönlich noch näher kommen, als du es sogar von ihm erwartest. He wants to get so close to you more than you expect. Come on, lasst uns diesen Moment echt ernst nehmen. Seid ihr dabei? And let's take this moment serious. Are you Seid ready? Seid dabei, come on. Jesus, hey, danke, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Jesus, thank you that you're here with your presence. Wir wollen es nicht als was Selbstverständliches wahrnehmen. We are not taking it for granted. Hey, sondern wir wollen wirklich sagen, Gott, wir wollen dir alles geben heute Morgen. And we want to say, God, we give you everything come this on, morning. Come on, gib ihm mal alles. Mit deinen Worten, mit deinem Applaus, gib ihm mal alles, was du hast. Jesus, wir lieben dich. Come on, give him everything. Give your word, give him everything. We love you. Mehr von dir in deiner Gegenwart. We love your presence. Komm uns so nah, wie du uns kommen willst. Komm uns nah. Come close to us. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. We give you all the glory. Hör nicht auf, hör nicht auf. Gib ihm alles, was du hast. Don't stop. Give Warte him everything nicht darauf, you have. Dass du von hier geleitet wirst. Don't wait until he's leading you. Gib ihm alles, was du hast. Give him everything Come that you on, have. Erhebe deine Stimme, mach weiter. And lift up your voice and continue. Das waren erst 10 Sekunden. Come on, mach Don't weiter. 10 seconds. Go on. Mach weiter, Jesus. Du bist so willkommen hier in diesem Raum. Jesus, you're so Wir geben dir alle Ehre. We give you all the glory. Du bist unser König. You are our King. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen.
the mountains tremble. Did you hear the oceans roar? When the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When all the lost began to sing of Jesus Christ, the saving one. We can see that Kaya move, a mighty river through the nations. When young and old will turn to Jesus, oh, fling wide you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Open up the doors, then let the music play. Sound with singing, songs that bring your hope, and songs that bring your joy. Dance, dance to dance upon injustice. Do you feel the darkness tremble when all the saints join in one song? When all the streams flow as one river to wash away our brokenness. We're gonna do that again. Do you feel the darkness tremble when all the saints join in one song? When all the streams flow as one river to wash away our brokenness. Oh, here we see that Kaya move. A time of jubilee is coming when young and old return to Jesus. Fleeing why you heavenly gates, prepare the way of the risen Lord. Every voice, open up the doors, then let them music play. Let the streets breeze down with singing. Songs that bring your hope, songs that bring your joy. Dancers to dance upon injustice. Here we go. The doors, let the music play. Let the streets resound with singing. Songs that bring your hope, songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Come on, sing this again. Every voice. Open up the doors. Let the music play. Let the streets reach down with.
Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Come on, there's joy in the house of the Lord. I got the joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. I got the joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Down in my heart, down in my heart. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Joy. We have the joy of surrender. We have the joy of loving you. We have the joy of salvation, God. There's a joy. There's this joy of surrender. There's a joy of surrender. There's a joy of surrender. Thank you.
Vater, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und beugt sich vor dir, du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Sing es aus. Alles in mir beugt sich vor dir, du bist hoch erhoben, Herr. Und zu dem Herrn alle Hände der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name good.
You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Sing it again. You are, you are, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Stimme. Sing ihm zu, wie gut er ist. Erinnere dich, wie gut er war, all die Jahre, wie er dich getragen hat.
Lord, we remember how faithful you are. Lord, we remember how kind you are. Lord, we remember how faithful you are. We remember, we remember. I remember your faithfulness. I remember your promises. God of the covenant. You're the God who keeps his word. You're a man of your word. All your promises are yes and amen. David, I remember your promises to me. I remember your promises to Noah. I remember your promises to Moses. I remember your promises to David. I remember your promises to me, your promises and your faithfulness. I remember your faithfulness to Noah. I remember your faithfulness to Moses. I remember your faithfulness to David. I remember your faithfulness to me, your faithfulness. I remember your faithfulness to me. 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 Ja, ich spüre gerade eine Einladung, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass der Herr der gleiche gestern, heute und aller Ewigkeit ist. Das ist sein Wort, das ist seine Wahrheit. Es ist, wer er ist. Nichts und niemand kann da was dran ändern. Und dann, vielleicht ist heute der ein oder andere heute Morgen hier. Ich hatte ein Bild
von einem Ehepaar, das versucht hat, Kinder zu bekommen. Aber er ist treu. Er ist treu. Ich sehe ein Ehepaar, das verzweifelt versucht, ein Kind zu bekommen. Und es nicht schafft, es nicht klappt. Aber er ist treu. Er ist der Gott des Lebens. Sein Bund, was er damals geschlossen hat, mit Noah, mit Moses, mit Abraham, mit Abraham. Das gilt noch heute. He's the God of the Covenant. Er hält sein Wort. Er ist ein Gott des Bundes. Und was er einmal gesprochen hat, das hält er auch. Und so setze ich jetzt Glauben frei. Ich setze Glauben frei an das Übernatürliche. Der Herr ist ein Herr des Bundes. Ein Herr der Treue. Lasst uns heute Morgen uns daran erinnern, wer er ist, was er getan hat, wie gut er ist. Oh, we remember. My joy comes back as I remember. My joy comes back.
Hände. We remember. Shout your name,
no one. There is no one like our God. We will praise you, praise you. There's no one like our God. We will sing, we will sing. There is no one like our God. We will praise you, praise you. There's no one like our God. We will sing, we will sing. There is no one like our God. We will praise you, praise you. There's no one like our God. We will sing, we will sing. There is no one like our God. We will praise you, praise you. There's no one like our God. We will sing. Lord of all the earth, we shout your name, shout. Mal an diesem Ort der Anbetung. Geh noch nicht weg, bleib noch da. Stay in this place of worship. Don't halt mal die Augen geschlossen und heb close mal deine Hände. Eyes and lift up your hands. Weißt du, dieser Jesus, von dem wir vorhin gesprochen haben, you know, this Jesus that we talked about earlier, dieser Jesus ist heute hier. This Jesus is here today. Dieser Jesus ist mitten unter uns. This Jesus is in the midst of us. So wie Vincent gesagt hat, er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. And as Vince said, he's the same yesterday, today and forever. Und vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier unter uns. And maybe you're here today for the first time. Dann darf ich dir sagen, du hast eine Crew gefunden, die verrückt genug ist, genau das zu glauben. And I want to tell you that you found a crew that is crazy enough to believe that. Jesus ist mit seiner Gegenwart heute hier unter uns. Jesus is with his presence right here among us. Come on. Und vor 2000 Jahren war er schon mal auf dieser Erde. And 2000 years ago he was on this earth. Und er hat die krassesten Wunder getan, die die Erde je gesehen hat. And he did the craziest miracles the world has ever seen. Und dann hat er diese Aussage gemacht. And then he made this statement. Er hat gesagt, ihr werdet noch größere Dinge tun als diese. He said, you will do greater things than these. Noch größere als die, die wir durch sein Leben gesehen haben, greater, werden wir sehen. Greater things than what we saw through his life, we will see. Und auch hier sind wir verrückt genug, genau das zu glauben. And also here we are crazy enough to believe that. Hier in unserem Gottesdienst gibt es keine Zuschauer. And in our service there are no viewers. Wir machen alle mit. We are all joining. Und wenn du heute gekommen bist mit einer scheinbar unmöglichen Situation, and when you're here with an impossible situation, du hast eine Krankheit, wo du dich nach Heilung sehnst, you have sickness and you need healing, du hast eine Sucht und du sehnst dich nach der Freiheit, you have an addiction and you need freedom, du hast eine Ehe oder eine Beziehung, die kurz vor dem Aussteht, you have a marriage or relationship and it's close to an end. Und du wünschst dir Wiederherstellung. And you want restoration. Dann will ich dir sagen, wir sind verrückt genug, mit dir für diesen Durchbruch zu glauben. Then I want to tell you that we are crazy enough to believe for a breakthrough with you. Denn er hat sich nicht verändert. Then he didn't change. Er ist immer noch der gleiche wie damals. He's the same as back then. Und er ist nicht weit weg, er ist ganz nah bei dir. And he's not far away, he's so close to you. Und wenn irgendeine Situation in deinem Leben ist, wo du dir einfach wünschst, dass jemand mit dir zusammen glaubt. And if there's any situation in your life where you want someone who believes with you. Wo du dir wünschst, dass jemand dir die Hand auflegt. And you wish someone will lay their hands on you. Und nicht nur sagt, es wird schon alles wieder gut. And not just say everything will be fine. Sondern sagt, ich gehe mit dir in diese Lücke hinein. But they say, I'm gonna stand with you in this gap. Ich glaube mit dir für diesen Durchbruch. I believe with you for this breakthrough. Ich bete mit dir gemeinsam. I'm praying with you together. Dann heb jetzt deine Hand, wenn du dir dieses Gebet wünschst. Then lift up your hand if you wish this egal prayer. Egal für was, du musst es uns nicht mal sagen, wofür. It doesn't matter for what, you don't even have to tell us. Wenn es irgendetwas gibt, wo du sagst, ich wünsche mir, dass jemand mit mir glaubt. If there's anything in your life where you say, I wish someone would believe with me. Es sind ganz viele Hände gehoben gerade. Come on, there's so many hands lifted. Haltet mal eure Hand weiterhin hoch. Come on, lift up your hands. Come on, ich habe gesagt, alle anderen machen mit. And everyone is
joining. Jeder, der jetzt keine Hand gehoben hat. Everyone who has not his hands in the air. Sucht sich jemanden, dessen Hand gehoben ist. Look for a person whose hand is raised. Und wenn du eine Hand auf dir spürst, dann kannst du deine Hand wieder runternehmen. And when you feel that someone is laying their hands on you, then you can put your hand down. Dann will ich jetzt, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. And I want us to pray this prayer together. Aber kein Gebet, das sagt, es wird schon alles wieder gut. But it's not just a prayer that says everything will be fine. Oh Gott, bitte mach das, dass er die Schmerzen besser aushalten kann. Oh God, please help him to take the pain. Nichts davon. Nothing like that. Ich will, dass wir aggressiv für diesen Durchbruch beten. I want us to pray aggressive for this breakthrough. Dass wir dieses Reich Gottes auf diese Erde ziehen. That we bring the kingdom of God to this earth, that we pull it down. Dass wir in diese Realität hineinbeten. Come on, erhebt mal eure Stimme. That we pray into this reality, lift up your voice. Fangt an zu beten, lasst euch nicht von uns leiten hier vorne. And start praying, don't wait for us to lead you. Fangt an wirklich aggressiv gegen den Feind zu beten. Start to pray aggressive against the enemy. Fangt an, die Verheißungen Gottes wieder herauszurufen. Start to declare the promises of God into existence. Fangt an, die Liebe Gottes zu erklären. Start to declare the love of God. Come on, wir erklären Durchbruch in Jesu Namen. Come on, we declare breakthrough in Jesus' name. Wiederhergestellte Ehen. Restoration. Durchbruch. Relationships. Breakthrough. Für diejenigen, die sich Kinder wünschen. For those who want children. Heilung für die Krankheiten, die nicht geheilt werden können. Healing for the sicknesses that can't be healed. Come on, unser Gott ist der beste Arzt. Our God is the best doctor. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Heilung, healing, auch über unserem Verstand. In your mind. Wir beten in Jesu Namen, dass diejenigen, die eine Wolke über ihrem Verstand haben, we pray for those who have a cloud over their mind. Jetzt Freiheit erleben in Jesu Namen. That they experience freedom now in Jesus' name. Dass sie heute diese Türen hindurch verlassen werden und sagen, ich habe Freiheit. That today that they would leave this door and say, I'm free. Ich bin verändert worden. I'm changed. Nicht wegen irgendeinem Gebet. Not because of a prayer. Sondern weil die Gegenwart Gottes heute hier ist. But because the presence of God is here. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, Gott tut gerade wunderbare Dinge. Come on, God is doing mighty things right now. Betet weiter. Das waren erst 30 Sekunden. Continue to pray. It was only 30 seconds. Come on. Fang mal an, mit jemandem zu glauben. And start to believe with them. Wenn dir die Worte ausgehen, dann sprich einfach das, was dir in den Mund kommt. And when you don't know what to say, just say what comes to your mind. Denk nicht zu viel darüber nach. Don't think too much about it. Sondern fokussiere dich auf den Herrn. Focus on the Lord. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Du hast am Kreuz diesen Durchbruch für uns erkauft. You paid on the cross for our breakthrough. Wir wollen ein Leben leben, das dem würdig ist. And we want to live a life that is worthy of you. Diesem Opfer, das du gebracht hast. Of the sacrifice that you gave. Wir wollen nicht uns mit weniger zufrieden geben. We don't want to be satisfied with less. Sondern wir wollen in die Fülle hineinsteigen. We want to step into the fullness. In die Fülle, die du für uns erkauft into hast. Into the fullness that you paid for us. Und so erklären wir Durchbruch und Heilung. And we declare breakthrough and healing. Und Freiheit. And freedom. Und Wiederherstellung. And restoration. Come on, einige werden gerade tiefgreifend angerührt. Come on, and many of you have an encounter with God. Lass uns Gott dafür Danke sagen. And let's say thank you to God. Jesus, was du tust, ist so genial. Wir danken dir. Jesus, what you're doing is so wonderful. We thank you. Wir können nicht heilen, aber du kannst es. We cannot heal, but you can. Wir geben dir alle Ehre. We give you all the honor. Du bist ein guter Gott. You're a good God. Wir wollen uns dir völlig hingeben. And we surrender to you. Es ist ein Privileg, dass wir uns dir hingeben dürfen. It's a privilege that we can surrender to you. Come on, Jesus. Oh, merkt ihr, wie still es schon wieder geworden ist? Did you recognize how silent it got? Es waren jetzt 1,5 Minuten. It was 1.5 minutes. Mir geht es selber so, dass ich manchmal herausgefordert bin. And sometimes I'm the same that when I get challenged. In diesem Ort mal zu verharren, wie die Bibel sagt. Stay at this place, as the Bible says. Dazu bleiben und nicht wieder wegzugehen. To stay at this place and don't go away. Nicht in die Gegenwart Gottes einzutauchen für 10 Sekunden. Not just to enter the presence of God for 10 seconds. Und dann wieder rauszugehen und sagen, jetzt habe ich alles erlebt, was Gott wohl heute für mich hatte. And then to step out and say, that's everything that God had for me today. Come on, er ist es wert, dass wir bei ihm sind. Come on, he's worthy that we are with him. Deine Gegenwart ist so wundervoll heute Morgen. His presence is so wonderful this morning. Könnt ihr mal Jesus alle Ehre geben? Come Can on. Can you give Jesus all the honor? Wir geben dir alle Ehre, König Jesus. We give you all the honor. Come on. Gebt ihm alle Ehre, Jesus.
come on, give him all the honor. Yes. Amen. Und wenn ihr gerade beim Applaudieren seid, dürft ihr mal unserem wunderbaren Worship-Team Danke sagen. Amen. Put your hands together for our Worship-Team. Ihr habt uns so wunderbar in die Gegenwart Gottes wieder reingeleitet. Vielen Dank. They are leading us so wonderfully into the presence of God. Come on, yes. Ihr dürft eure Plätze einnehmen, wenn Gott euch gerade anrührt, bleibt hier vorne, lasst für euch beten. And you can take your seat and if God is touching you, you can stay at the front and receive prayer. Es ist mehr wert, in seiner Gegenwart zu bleiben, it's more valuable to stay in his presence, als irgendeinem Protokoll zu folgen. Than to follow a program. So gut. Come on. So schön, dass so viele von euch heute da sind. It's so amazing that so many of you are here today. Wir haben heute wieder ein großes Vorrecht. We have today a big privilege. Gleich kommen an eure Seite diese wundervollen Popcorn-Körbe. And now we have this beautiful popcorn basket. Wenn man im Kino sitzt, braucht man Popcorn. And when you're in the cinema, you need popcorn. Aber erinnert euch an das, was ich letzte Woche gesagt habe. But remember what I said last week. Hey, das, was in deinem Geldbeutel ist, that what is in your wallet, das gehört zu 100% Gott. That belongs 100% to God. Es gehört nicht zu 90% dir und 10% ihm. It doesn't belong 90% to you and 10% to God. Es gehört zu 100% ihm. It's 100% his. Hey, und ich möchte dich mit einer Sache ermutigen. And I want to encourage you with one thing. Wenn dich diese Sache, die ich letzte Woche gesagt habe, irgendwie aufgerüttelt hat. When there's one thing that I said last week when it challenged you. Dann möchte ich hinzufügen, dass Gott einen freudigen Geber liebt. Then I want to add that God loves a generous giver. Er möchte nicht denjenigen haben, der gibt, weil er sich manipuliert fühlt. A joyful giver. He doesn't like it if you give because you feel manipulated to. Dann lass das lieber in deinem Geldbeutel. Then let it in your pocket. Er liebt es zu sehen, wenn du aus Freude etwas gibst. He loves it when you give joyfully. Was sowieso von Anfang an ihm gehört hat. What belongs to him anyways. Come on. Während die Körbe rumgehen, habe ich noch ein paar Ankündigungen. And while the baskets are going around, I have a few announcements. Wir haben am 29.05. wieder das Family Lunch. It's the 29th yes. May we have Family Lunch. Yes. Da hinten sind irgendwo unsere Family Lunch Liebhaber. And somewhere there in the back of family lunch lovers. Und ich habe letzte Woche gesagt, dass wir dringend noch Helfer brauchen. And last week I said that we urgently need volunteers. Jetzt ratet mal, wie viele Leute sich zurückgemeldet haben. And guess how many people responded? Zip, null, zero. Zero, no one. Hey Leute, ich habe eine coole Sache für euch. Hey guys, I have one cool thing for you. Wenn ihr in dieser Church, in diesem Movement, if you in this church and in this movement, Leiter werden wollt, if you want to be a leader, dann ist der Weg zu dienen. Then is it the way to serve. Jeder Einzelne, der hier in dieser Gemeinde, in diesem ganzen Movement, in all dem, was daran hängt, als Leiter gesehen, erkannt und berufen wird, everyone who wants to be a leader in this environment, in this church, in this movement, hat als erstes ein Herz als Diener gezeigt. And everyone who is a leader first showed a heart, und jetzt habt ihr eine wunderbare Möglichkeit, and now you have the wonderful opportunity, euer dienendes Herz zu üben. To train your serving heart. Come on. Wir haben nach dem Gottesdienst after the service, unsere wunderbare Nicole am Infopoint. Wo ist die Nicole? We have our amazing Nicole at the info desk. Da hinten ist die Nicole, yes. There's Nicole. Bei der Nicole könnt ihr euch melden und mitarbeiten. And you can contact Nicole and you can volunteer. Es ist nicht nur hilfreich, sondern auch richtig viel Freude. And macht richtig Spaß. It's not just helpful, it makes so much fun. Yes. Leider haben wir heute keine englische Simultanübersetzung. Sadly, today we don't have any English translation. Simultaneous. Deswegen werdet ihr die Predigt heute auf richtig gutem Deutsch genießen dürfen. And today you get to enjoy the sermon in German. Wir haben zwei wunderbare Prediger für euch eingeladen. We have two amazing preachers for you. Es sind zwei der genialsten jungen Leiter, die ich in Deutschland kenne. Two of the best young leaders I know in Germany. Den einen jungen Mann, der heißt David. One of them is David. Come on. Den habe ich vor circa 6-7 Jahren kennenlernen dürfen. And I met him around 6-7 years ago. Als wir bei ihm in der Gemeinde waren. When we were at their church. Damals war er Pastor des ICF Singen. And back then he was the pastor of the ICF Singen. Und hat zusätzlich noch einen Standort in Villingen-Schwenningen gerade so gegründet gehabt, glaube ich. And on top of that he started a new campus in Villingen-Schwenningen. Und seitdem sind einige Jahre vergangen. And since then a few years passed by. Und ich meine, inzwischen leitest du 6 Gemeinden. And I think now come you're on. Leading 6 churches. So genial. It's so amazing. Das Beste ist, diese 6 Gemeinden sind nicht irgendwo, and the best is these 6 churches, they are not just anywhere, sondern die sind hier bei uns in der Region. They're here in our region. Schwarzwald, Bodensee bis Freiburg komplett. Das Black Forest, Lake of Constance. Es ist everywhere. So genial zu sehen, was Gott durch diesen jungen Mann tut. And it's so amazing to see what God is doing through this young man. Und ich meine, vor 1 oder 2 Jahren, jetzt weiß ich nicht mehr, Corona
lässt alles verschwinden. And one or two years ago, I don't know, COVID is kind of. Da waren wir gemeinsam auf einer Leitertagung. We were on a leadership meeting. Und David kam nicht alleine, sondern er hat auch noch den genialen Stefan mitgebracht. And David didn't come alone, but he brought Stefan with him. Stefan ist der Pastor vom ICF Freiburg. And Stefan is the pastor of ICF Freiburg. Wow, come on, zwei geniale Männer. Two amazing men. Und wisst ihr, bei so Leitertagungen? And on these leadership meetings, da gibt's solche und solche. There are these people and these people. Und ich bin da reingegangen in diesen Raum. And I entered this room. Ich habe erstmal geschaut, ob es irgendjemanden im Ansatz in meinem Alter gibt. And first I was looking if there's anyone close to my age. Dann habe ich die zwei Jungs gesehen. And then I met these two guys. Und dachte, yes, es gibt noch junge Leute. And I thought, yes, there are young people. Und ich habe so genossen die paar Tage mit ihnen. And I enjoyed these few days so much with them. Und es war es alleine wert, dahin zu fahren, nur um Zeit mit diesen beiden zu verbringen. And alone this was worth it to go there and spend time with them. Das sind zwei Männer Gottes, die es lieben, die Gegenwart Gottes in ihren Gottesdiensten zu sehen. There are two men of God who love to see the presence of God in their service. Die es lieben zu sehen, wie Gott in ihrem Alltag eingreift. They love to see how God is moving in their daily life. Die andere junge Leute um sie herum ermächtigen und ermutigen, einen hammergeistlichen Dienst auszuführen. And they encourage and inspire other young people to serve the Lord. Und das Beste, and the best, ist, dass sie Glauben haben. They have faith. Dass Gott Deutschland nicht übersehen hat. That God doesn't just overlook Germany. Dass Gott Deutschland Germany. Baden-Württemberg nicht übersehen hat. God doesn't overlook Germany or Baden-Württemberg. Sondern dass er Großes vorhat mit unserer Region. He has great plans with our region. Deswegen ist es für mich ein absolutes Vorrecht, and that's why it's such a privilege, unsere heutigen beiden Prediger vorzustellen. To introduce to you our two preachers. Lasst uns willkommen heißen, die Pastoren David Rominger und Stefan Reschinio. Let's welcome them. Come on. Wow, hey, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, dass wir heute hier sein dürfen. Und danke Matze, danke das ganze Team. Es ist einfach so bewegend und wir sind ja wirklich dankbar. Und das ist so stark einfach, okay, mit dem Netzwerk unterwegs zu sein in Deutschland. Das ist so, so, so wichtig und ich liebe es. Und ich auch Ben und Matze und Vince und das ganze Team sind einfach so besondere und wertvolle Freunde. Und ja, hey, ich bin einfach pumped, dass wir heute hier sein können. Ich bin eigentlich ein FEG-Kind. Ich bin in der FEG in Donaueschingen aufgewachsen, groß geworden, war dort bis zum Studium weggezogen und dann habe ich da so so ein bisschen verschiedene Begegnungen, verschiedene Kontexte nochmal kennengelernt und da war unter anderem Ben Fischer, war eine relevante Person, die nochmal ganz viel ausgelöst hat in meinem geistlichen Leben, in meinem Weg mit dem Heiligen Geist. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, was Gott tut. Und ich bin so bewegt, einfach zu sehen, hey, was für ein Feuer hier in diesem Haus ist. Und wir sind einfach mega dankbar. Wir werden heute zusammen predigen. Stefan macht den ersten Teil, ich mache den zweiten Teil. Und ja, let's go. Let's go. Hey, super, wirklich eine Ehre. Bevor ich starte, wo ist die junge Lady, die hier Worship gemacht hat? Bist du noch da? Die hier gesungen hat. Bist du? Yes. Ich habe noch einen Impuls. Ich glaube, Gott möchte dir sagen, du hast ein Herz von Worship und lass dich nicht durch deine Unsicherheit oder durch dein Schamgefühl. Ich glaube, schlechtes Gewissen ist manchmal das, was dich versucht, wie einzucatchen. Aber dein Herz von Worship, wenn du zu Hause Worship machst, lass das rauskommen. Sei du vor Gott. Lerne dort im Zimmer alleine Worship weiterzumachen, so wie du es bis jetzt tust. Und dann wirst du sehen, was von dem, was du träumst, was Gott mit dir noch in Deutschland vorhat. Yes, lass da richtig ermutigt. Yes. Hey, so stark. Wir sind ja vom ICF Schwarzwald-Bodensee und einer unserer Herzdinge, die wir auf dem Herzen haben, ist Multiplikation. Deswegen predigen wir heute beide in Schwarz-Weiß, weil wir das auch multipliziert haben. Das war heute nur zufällig. Das ist das auf dem Herzen, was wir euch heute so mitbringen wollen, Multiplikation. Und wir haben vorgesungen, I got the joy in my heart. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und denkst dir, diese Freude habe ich gerade nicht in meinem Herzen. Wenn ich so mein Leben angucke, alle anderen tanzen und springen und so, aber in meinem Leben ist gerade nicht so viel Freude. Und in meinem Leben sieht es gerade nicht so rosig aus. Dann möchte ich dir sagen, du bist genau richtig heute hier, morgen, heute hier in Gottes Gegenwart, weil Gott dein Herz berühren will. Okay? Und ich fände es super, wenn wir nochmal kurz aufstehen könnten, um zu beten, okay? Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich sehne mich danach, dass deine Gegenwart hier
heute mein Herz verändert, jedes einzelne Herz verändert. Und wir wollen dich sehen in deiner Schönheit, so wie du bist. Und wir wollen nicht mehr als dieselben hier rausgehen, als die wir hier reingekommen sind. Veränder mein Herz. Sag mal, wenn du das möchtest, Herr, veränder mein Herz. Veränder mein Herz in dem Namen Jesus. Amen. Hey, ich glaube, Amen, ihr dürft euch gerne setzen. Wir sprechen über Multiplikation, und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns immer das multiplizieren wird, was wir glauben, was wir überzeugt sind. Und Glaube ist das Problem in Deutschland, wir haben nur ein Wort dafür, Glaube, ich glaube. Ja? Das ist so verwässert, ich glaube, ich spinne, ich glaube, ich habe Hunger, ich glaube, morgen regnet es. Und dadurch haben wir, glaube ich, verlernt, zu erkennen, was es heißt, was es wirklich heißt, wirklich zu glauben. Wir multiplizieren immer das, was wir in unserem Herzen glauben. Wir multiplizieren nicht unser Wissen oder das, was wir meinen zu wissen, sondern wir multiplizieren das, was wir glauben. Gibt es Eltern hier, ja, die Kinder haben? Dann weißt du, was ich meine. Dass du nicht das, was du deinen Kindern sagst, wird sie lernen, wird sie prägen, sondern das, was du vorlebst. Das, wovon du überzeugt bist, was du selber in deinem Leben lebst, wird sich in deine Kinder multiplizieren. Ist es so? Vielleicht ist es ja auch nur bei uns so. Ja? Ja, wir wollen oft unser Wissen multiplizieren, richtig? Wir wollen das, was wir an Erkenntnis haben, deswegen hören wir Podcasts, deswegen gehen wir auf Leadership-Seminare, deswegen hören wir uns alle möglichen Dinge, weil wir so trainiert sind, unser Wissen anzuhäufen. Ja, in einem Land von Dichtern und Denkern haben wir so einen Fokus drauf gelegt, was unser Wissensstand ist. Ich muss mehr wissen. Ich muss mehr kapieren, ich muss ein Verständnis darüber bekommen. Und unser Kopf ist voll von Informationen. Ja? Ich bin überzeugt, dass jeder hier in dem Raum, wenn einer, der mit Gott nichts zu tun hat, hier in den Raum reinkommt, könnte jeder von euch das Evangelium erklären. Das mit Jesus und Kreuz und Gott hat die Welt. Jeder, unser Kopf ist so voll. Und wir kennen das Wort Gottes, wir wissen es. Ja? Wir kennen die ganzen Wahrheiten des Lebens, aber wir erleben so wenig, aus unserem Leben kommt manchmal so wenig raus von dem, was wir wissen. Richtig? Ja, wir wissen, hey, Gott ist so, Wunder und größere Dinge und alles. Aber aus unserem Leben kommt nicht das manchmal in der Power raus, was oben in unserem Kopf drin ist, oder? Wir erleben oft nicht das, was wir wissen. Wir erleben so selten das, was wir wissen. Und ich mache jetzt seit anderthalb Jahren bei uns in Freiburg so einen Glaubensgrundkurs, Explore heißt der, wo ganz, ganz viele Menschen drin waren. Es waren jetzt knapp um die 200 aus ganz unterschiedlichen Glaubensherkünften. Manche, die ganz neu beim Glauben sind, manche, die als VIP, nennen wir die Leute, die noch nicht bei Jesus sind, und Leute, die schon ganz, ganz lang beim Glauben sind. Und der Großteil waren tatsächlich Menschen, die schon sehr, sehr lang beim Glauben sind. Im freikirchlichen Kontext, also in Freikirchen unterwegs, die wissen, wie man Lobpreis, Worship macht, die alles erklären. Und ich war so schockiert und ich sage das mit einem tief betroffenen Herzen, es schmerzt mich so sehr, zu sehen, in welchem Zustand wir als Braut von Jesus, als Leib, als Körper von Jesus sind, weil wir so viel Wissen haben. Unser Kopf ist vollgestopft, aber wir leben so wenig. Wir haben so wenig Grundlagen. Ja, wenn ich frage, hey, wer ist Jesus? Ja, Jesus ist guter Freund, Jesus ist mein Beistand, Big Brother, hey, versteht alle. Wenn es gut läuft, wissen wir nochmal, ja, er ist mein Retter. Aber wie viel erleben wir, Verständnis haben wir, er ist mein Liebhaber. Er ist mein König. Ja, er ist derjenige, der mein Leben rausgerissen hat aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt hat in sein wunderbares Königreich. Wie viel Verständnis, wisst ihr, und es schmerzt mich so, so sehr, das zu sehen. Und immer wieder zu hören, ja, eigentlich weiß ich es ja. Ja, Stefan, ich weiß es doch. Ich weiß doch, dass in der Bibel steht, ja, wir sollen größere Dinge tun. Und ich weiß ja, dass wir eigentlich das machen sollen und jenes und alles pipapo. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Irgendwie kann ich es nicht. Irgendwie hält mich, da gibt es so viele Dinge, die mich abhalten. Und ich habe euch mal eine kleine Veranschaulichung mitgebracht, die ich euch jetzt gerne hier vorführen würde. Okay, und zwar habe ich hier ein schönes, kennt ihr noch Melitta-Filter? Darf man hier Werbung machen? Ja, ich habe hier einen wunderbaren Filter und ich habe hier wunderbar Wasser. Wunderbar klares Wasser, okay?
Ja, so. Und ich leere das jetzt mal hier in den Filter rein. Und ihr seht, wie wunderbar das hier durchgefiltert ist. Ja, reines, klares Wasser geht hier durch den Filter durch und kommt unten wieder raus, oder? Erstmal nicht spektakulär. Ich sehe schon, ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen was mehr erwartet. Oder? So, wenn jetzt das Wasser hier rauskommt und ich würde es irgendjemand zu trinken geben, würdet ihr wahrscheinlich trinken, oder? Hättet ihr das Vertrauen, dass es ein reines, klares, gutes Wasser ist? Oder? Ja? So. Jetzt passiert mal Folgendes. Jetzt habe ich hier mal schön guten schwäbisch-badischen Kompost mitgebracht. Ja? Alles nur Essensreste und jetzt mache ich das mal hier rein. Ah, alles nur Essen. Alles aus der Küche. Alles. Vielleicht noch so ein paar Maden oder so dabei. Gell? Und jetzt machen wir das Gleiche, das kleine, gleiche, schöne, reine Wasser lassen wir hier jetzt nochmal durchlaufen. Es sind nur Essensreste. Nur Sachen vielleicht so, ja, ah, da war vielleicht mal eine kleine Sünde, da mal eine Unvergebenheit und so. Aber eigentlich jetzt nichts Schlimmes, das, was jeder von uns in der Küche und im Leben hat. Oder? Ist einfach jetzt in diesem Filter drin und oh, das Wasser richtig schön lecker. Es ist immer noch das klare Wasser. Also ich habe ja nicht das Wasser geändert. Gell? Wer würde es jetzt noch trinken? Wer würde es jetzt noch trinken? Es ist das klare, reine Wasser. Ja, es gibt tatsächlich noch Mutige. es ist irgendwas. Was ist hier, was war der Unterschied? Das klare Wasser, das oben reingekommen ist, war immer noch dasselbe, das unten rauskam, richtig? Aber der Unterschied war das Filter. Und wir müssen verstehen, dass unser Herz, dein Herz, ist wie so ein Filter in deinem Leben. Ist wie so ein Filter in deinem Leben, dass das gute Wort ist, das, die Wahrheit, die von Gott kommt, die in dein Leben reinkommt, die dein Leben trifft, filtert. Und es macht einen Unterschied, wie dein Herz, wie dieser Filter aussieht, wie das nachher wieder rauskommt. Ja, weil das, was wir heute erleben, ist das, was unser Herz gestern geglaubt hat. Das, was wir heute aus unserem Leben rausfließt, ist das, was unser Herz gestern gefiltert hat. Und es kommt nicht auf das reine Wasser drauf an, das oben reinfließt, sondern das, was aus deinem Herzen nachher rauskommt. Sprüche 4,23, eine Stelle, die wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen. Für die, die sie nicht kennen, lese ich euch nochmal vor. Mehr als auf alles andere, achte, behüte dein Herz. Denn aus ihm geht das Leben aus. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Vers wahr ist, glaubt es jemand? Yes, sind wir uns einig. Ja, dann können wir doch davon ausgehen, dass wir darauf achten müssen, wie dieser Filter unseres Herzens aussieht. Ja, weil wir sonst kein Leben erleben. Wir achten so sehr auf unsere Taten. Wir achten so sehr auf unsere Entscheidungen. Wir achten so sehr auf das, was wir denken, was wir wissen, was wir glauben. Aber wie viel Beachtung gibst du deinem Herzen, deinem physischen Herzen? Herz, es gibt über 800 oder fast 900 Stellen in der Bibel, die übers Herz gehen. Ja? Und wir denken mal, Herz ist irgendwie sowas nicht Greifbares. Hey, denk mal drüber nach, dass das vielleicht dein physisches Herz ist. Das, was hier drin pumpt. Es ist nicht nur irgendwas, was das Blutkreislauf zirkuliert, sondern Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Herz eine vielfache Anzahl an Informationen ans Hirn weitergibt als andersrum. Das elektromagnetische Feld des Gehirns ist nur wenige Zentimeter messbar. Die des Herzens ein halber Meter. Könnte es sein, dass die Wissenschaft gerade rausfindet, was die Bibel bereits schon lange, lange, lange tituliert hat? Und wir beschäftigen uns so viel mit unseren Taten, mit unserem Wissen. Und die Bibel sagt uns eigentlich ganz klar, wo eigentlich der Punkt ist. Nämlich achte auf dein Herz. Ja? Dein Herz ist wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Ein Hochsicherheitstrakt, eine Schatzkammer, heftiger als Fort Knox. Und wenn du dein Herz so betrachtest, was dort reinkommt und was nicht, dann werden wir Dinge erleben, die in seinem Wort stehen. Dann werden wir das Leben rausfließen, was wir wollen. Und du, und das ist der Punkt, du bist der Wärter. Niemand anders, nicht dein Pastor, nicht dein Leiter, nicht der Worship Leader, nicht der Papst oder was auch immer, sondern du allein bist der Wärter deines Herzens. Dieses Hochsicherheitsgefängnis. Wisst ihr, Gott nimmt mich seit Monaten in ein Riesentraining mit rein. Also eigentlich war es schon immer ein Training, aber in den letzten Monaten ist es noch
genau dieses Herzenstraining, wo ich sage, wo ist mein Herz? Ist mein Herz wirklich, halte ich mein Herz frei? Und das passiert im Alltag. Das passiert nicht am Sonntagmorgen. Ja, wenn du im Worship stehst und denkst, oh yeah, Gott ist so gut und yeah und alles ist so easy peasy, sondern es passiert am Montagmorgen, am Dienstagnachmittag. Dort, wenn du mit deinem Alltag konfrontiert bist, mit deiner Family. Family ist so ein gutes Training. Ich bin Gott mittlerweile so dankbar für diesen Bereich meiner Family. Wisst ihr, als wir hergefahren sind, ja, du bist voll fokussiert, denkst, oh, du darfst predigen und dann die Kids drehen durch. Schlecht drauf, wie schon seit langem nicht mehr. Und dann, oh, und hier und da, oh, und ich muss, und der Papa muss doch hier. Und plötzlich sagt der Heilige Geist wieder, hey, achte auf dein Herz. Wie reagierst du jetzt da drauf? Meine Frau und ich, sie sitzt da drüben, diese wunderschöne blonde Lady. Wir haben ein Commitment. Wir haben ein Commitment, wenn einer von uns spürt, oh, da ist irgendwie gerade was am Rumoren, ja, oder ich sag irgendwas, was sie verletzt, was andere verletzt oder was, fragt sie mich, hast du gerade Leben? Und weißt du, das ist was, was du gerne im Sonntagmorgen Gottesdienst hörst. Hast du gerade Leben? Yes! Das willst du aber nicht hören, wenn du gerade schlechte Laune hast. Das willst du nicht hören, wenn du gerade was verbockt hast. Das willst du nicht hören, wenn du sie gerade angemeckert hast. Das willst du nicht gerade hören, wenn du was gesagt hast, wo du überzeugt warst, dass es das Richtige war. Weil du als Mann ja das Oberhaupt bist. Und weil du die Gemeinde leitest und weil du die Family leitest und weil du Recht hast und deine Frau Unrecht hast. Und sie fragt, hast du Leben? Und ich so oft, und das muss ich vorher, ich muss mich bei meiner Familie entschuldigen und sagen, hey, ich hatte gerade kein Leben. Ich möchte Leben multiplizieren. Ich möchte nicht nur Recht haben. Oft wollen wir Recht haben und wir wollen doch Leben haben. Ja? Deswegen frag dich, haben deine Reaktionen, das, was du sagst, das, was du lebst, wie du mit deinem Nächsten umgehst, haben deine Reaktionen Leben oder willst du nur Recht behalten? Ja? Vielleicht hast du keine Frau, vielleicht bist du Single, aber du hast vielleicht einen Chef, mit dem es so geht. Du hast vielleicht einen Pastor, mit dem es so geht. Du hast vielleicht einen Kleingruppenleiter, mit dem es dir so geht. Die Frage, hat deine Reaktion Leben? Die Frage ist nicht, ob er, sie, der andere sich immer richtig verhält. Die Frage ist, wie reagierst du drauf? Sie haben deine Reaktion Leben. Was macht es mit deinem Herzen? Lässt du zu, dass dieses falsche Verhalten dein Herz verschmutzen lässt? Filtern lässt, weil du dann die Wahrheit, die von Gottes Wort kommt, kannst du dann nicht mehr ungefiltert rauslassen. Mal, frag dich immer, hat mein Herz gerade Leben und fließt das, was Gott in dein Leben reingegeben hat, fließt es ungefiltert weiter. Hebräer 3, 7 bis 8 steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Ja? Ich weiß nicht, wenn du vielleicht schon lange im Kirchenkontext unterwegs bist, dann hast du schon 100 Predigten darüber gehört, auch über die andere Stelle, aber ich möchte dich ermutigen, hör mit einem offenen Herzen heute mal dazu. Du hast die Verantwortung für dein Herz. Nicht dein Pastor, nicht dein Ehepartner, nicht dein Freund, deine Freundin, nicht deine Kinder. So, ja, ich konnte ja nicht anders. Ich musste ja so reagieren. Ich hatte ja gar keine Wahl. Ich wurde so schlecht misshandelt. Mein Pastor hat mich nicht gesehen. Ich bin eigentlich so ein guter Leiter, aber mein Pastor hat mich nicht gesehen. Meine Frau, die bringt mir nicht den nötigen Respekt. Mein Mann liebt mich nicht so, wie es in der Bibel steht. Meine Kinder verhalten sich nicht so, wie sich christlich. Ja, es gibt so viele Umstände. Die Frage ist, halte ich mein Herz davon rein? Ja, wisst ihr, da steht heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wann ist heute? Ist es nicht dann gewesen, als du dich bekehrt hast? Da, ja klar, heute habe ich seine Stimme gehört und habe ich mein Herz nicht verstockt. Ja, ja, aber heute, ist es heute? Ist morgen heute? Ist es heute Nachmittag heute? Ist es in der Situation, wo du dann drin stehst, heute? Heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn der Heilige Geist antippt, verstockt dein Herz nicht. Das heißt, es liegt in deiner Hand. Du kannst dich entscheiden, verstocke ich oder verstocke ich noch. Wisst ihr, Gott wird dich mal später nicht fragen im Himmel, dass du sagen kannst, oh, weißt du, Gott, eigentlich hätte ich ein mega Ministry aufgebaut. Eigentlich hätte ich das voll gemacht, was du mit mir vorhattest. Aber weißt du, mein Pastor hat mir nicht den Raum gegeben. Meine Kinder waren echt schräg drauf. Und weißt du, meine Gemeinde, puh.
wenn ich hier in der G5 gewesen wäre oder im ICF oder im you name it, dann. Nee, nee. Gott würde fragen, wie hast du darauf reagiert? Was hat es mit deinem Herz gemacht? Hast du deinen Filter sauber gehalten? Wisst ihr, wir leben in so heftigen, crazy, verrückten Zeiten, oder? Und wir können uns nicht mehr erlauben, dass der Filter unseres Herzens verschmutzt bleibt. Wir können uns als Leib nicht mehr erlauben, dass wir Recht behalten wollen. Wir können uns nicht mehr erlauben, dass das dreckige Wasser aus uns rausfließt. Ja? Deswegen frag dich, kommt gerade Leben aus deinem Leben raus? Aus deinen Worten? Aus deinen Motivationen? Wie reagierst du in Umständen gerade? Wie reagierst du drauf? Worum kreisen deine Gedanken? Womit beschäftigst du dich? Beschäftigst du dich, was man in der Gemeinde alles besser machen könnte? Wie man den Worship besser gestalten könnte? Wie der Pastor noch ein bisschen mehr so in die Richtung gehen könnte? Oder beschäftigst du dich mit seinem klaren, reinen Wort und mit deinem Herzen? Dass du sagst, ich will mein Herz nicht verstocken. Ich will mein Herz nicht verstocken. Wisst ihr, eine Verhaltensänderung ist nicht entscheidend, sondern du brauchst eine Veränderung deines Herzens. Nicht deine Taten werden entscheidend, sondern wie sieht es mit deinem Haus aus? Versuch nicht, durch Anstrengung dein Verhalten zu ändern. Versuch nicht zu denken, ja, jetzt, weil sonst ist es Werksgerechtigkeit. Also, wenn du jetzt rausgehst, sagst du, heute werde ich mich richtig an, weil der Prediger hat gesagt, ich soll das machen und jetzt strenge ich mich richtig an. Nee, nee, nee. Lass die Wahrheit Gottes, das reine, klare Wasser, dein Herz durchspülen. Aber du entscheidest, ob du dran festhältst an diesen Gedanken oder ob du sie loslässt. Du entscheidest, ob das dich triggern darf, was von außen passiert. Du entscheidest, ob eine böse, komische Bemerkung von deinen Geschwistern dich triggern darf. Ob die kurze Situation, weil der Pastor dich heute nicht gegrüßt hat, dich triggern darf. Ob dein Chef, der dich vielleicht heute angemeckert hat oder nächsten Arbeitstag, ob das dich triggern darf. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht. Wenn du seine Wahrheiten hörst, lass dein Herz verändern. Ja, weil du immer das multiplizieren wirst, was in deinem Herzen ist. Du wirst das weitergeben in deine Small Group, in deine Family, in deine Church. Und es geht nicht nur um dich, dass du eine gute Zeit hast, sondern es geht darum, dass wir als Gesamtleib dorthin kommen, wo Gott uns haben will. Okay? David, lass uns weiter mit reinnehmen. Yes. Hey, seid ihr da? Ja? Wow, Stefan, vielen Dank. Das ist so, so, so wichtig, weil am Ende fängt es immer mit uns selber an. Wir fangen so oft an zu denken, wow, was Gott alles tun könnte, was auch immer, haben Vorstellungen, haben Wünsche und vergessen dabei, dass es meistens mit uns anfängt. Weil du bekommst nicht, was du willst, sondern du bekommst, was du bist. Wir bekommen nie das, was wir wollen, sondern das, was wir sind, was wir im Herzen tragen. Und ich hatte einfach auch für heute so ein Vers, so stark für uns hier auf dem Herzen. Und zwar steht in Haggai 2, Vers 9. Und dort heißt es, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Spricht der Herr, der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr, der Allmächtige. Ich möchte es noch mal lesen. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als deine vergangene Herrlichkeit. Das ist wirklich was? Yes. Ich habe das so stark irgendwie so auch im Feeling, so auch das heute mitzugeben, ist wirklich Glauben zu haben. Hey, die künftige Herrlichkeit, das, was kommen wird, das, was Gott tun möchte, wird größer sein als die vergangene Herrlichkeit. Es ist was anderes. Es verändert sich etwas. Ja, und das ist einfach auch was. Dafür ist es wichtig, dass wir in unserem Inneren in einen Stretch gehen. Dass wir in unserem Inneren sagen, hey, und ich weite mich für etwas, wo ich bisher noch nicht mich reingeweitet habe. Weil Gott möchte etwas bauen, Gott möchte etwas gebrauchen. Wir sind in einer Zeit, aktuell auch, Gott formiert etwas Neues. Gott macht gerade was Neues und ich sage so, es ist der beknackteste Zeitpunkt im Leben, um lauwarm zu sein. Es ist der absolut, diese Zeit heute ist nicht da, um lauwarm zu sein und nicht um passiv zu sein. Es ist eine Zeit, da ist es wichtig, dass die Leute,
dass man mitgeht, dass wir mit in die Vision gehen, dass wir mit einsteigen, das, was Gott tun möchte. Weil was passieren wird, es nimmt uns aus der Komfortzone raus. Gott nimmt uns gerade so crazy aus der Komfortzone raus. Und eine Stelle, die da so stark ist, und zwar steht in Lukas, könnt ihr mal mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Wenn nicht, dann bring nächstes Mal eine mit. Steht in Lukas, Kapitel 5, und das sind die Verse 1 bis 11. Und dort heißt es: Es geschah aber, während das Volk sich um Jesus drängte und das Wort Gottes hörte und er am See Genezareth stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fische waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon entgegnete: Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot: Sie sollen kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Okay, crazy Stelle, da könnte man 1000 Sachen rausnehmen. Wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, hast du wahrscheinlich schon mal Stellen, schon mal Predigten darüber gehört. Ich möchte den einen oder anderen Punkt daraus highlighten. Und zwar der erste Punkt ist der, dass Jesus kam dort zu Simon Petrus. Die haben die ganze Nacht lang Fische fangen wollen und haben nichts gefangen. Und dann kommt Jesus am Tag, was nicht so der Zeitpunkt ist, wo man eigentlich Fische fängt. Und dann sagt Jesus: Hey, jetzt werft die Netze nochmal aus. Und Petrus sagt: Wir haben noch die ganze Nacht schon und haben nichts gefangen. Aber Jesus, auf dein Wort hin will ich es tun. Und das Krasse ist, wir können aus uns heraus so viel arbeiten und so viel tun und so viel machen und es wird nichts passieren. Und wenn Jesus spricht, dann ist das Einzige, was wir tun müssen, in den Gehorsam zu gehen und mitlaufen, und es wird ein massiver Fang. Wie häufig verlieren wir uns als Christen darin, dass wir einfach nur tun und machen und rödeln und denken, uns alles verdienen zu können und verdienen zu müssen, und sind dann ganz K.O. und können gar nicht mehr darauf hören, was Jesus tun möchte. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Message für uns heute Morgen, ist: Hey, geh nicht nur ins Machen, sondern schau einfach aufs Herz von Jesus. Ich habe diese Woche den Garten bei uns ein bisschen gedüngt und frische Samen gesät. Und ich hatte dort ein bisschen einen Prozess im Gießen. Ja? Und zwar hatte ich angefangen, und zwar, ich hatte für meinen Gartenschlauch hatte ich diesen Adapter nicht. Und das war total blöd. Das heißt, ich musste anfangen, mit einer Gießkanne dann Wasser einzulassen und dann mit der Gießkanne über unseren 700 Quadratmeter Rasen irgendwie drüber. Ja? Du weißt schon, das ist ein bisschen anstrengend, ein bisschen nervig, und es kommt erst nicht das Wasser, was du möchtest. Dann habe ich mir so einen Adapter gekauft für 1,50 im Bauhaus und habe dann angefangen, mit einem Gartenschlauch zu gießen. Ja? Das war besser als mit der Gießkanne, aber auch noch ein bisschen nervig. Und dann war der magische Moment Donnerstag, als es anfing zu regnen. Und ich so: Danke, Jesus. Ja, das war so gut, weil es hat einfach, ich musste nichts tun und der ganze Garten wurde durchwässert, durchnässt, der Dünger ist eingezogen, die Rasensamen, keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch gut getan haben. Und es ist ein Bild für unser Leben mit Jesus. Wir sind meistens daran, dass wir so viel tun wollen, so viel machen wollen mit der Gießkanne. Es ist anstrengend und es passiert nichts. Aber Gott, es ist vielmehr die Zeit, wo wir sagen: Gott, ich stelle mich in deinen Regen. Ich harre auf den Herrn. Ich warte auf Jesus und er lässt es regnen. Und dann ist nicht nur, dass der Garten durchnässt wird, sondern ich auch noch mit. Hey, und da möchte ich dich einladen, genauso wie Petrus dann gesagt hat: Hey, Jesus,
Auf dein Wort hin will ich gehen. Auf dein Wort hin will ich gehen. Und das, was im Herzen von Petrus passiert, das ist so stark. Er hat dann einen massiven Fischfang gehabt. Ja, und dann ist so cool, weil dann fangen sie so viele Fische, dass sie anfangen müssen, die anderen Boote noch zu rufen. Und sagen, hey, wir haben so viele Fische, als allererstes die Netze drohen zu reißen. Ist es nicht was? Und ich empfinde, dass Gott gerade in Deutschland etwas macht. Und wir müssen gespannt sein darauf, was er wirklich gerade macht. Weil ich sehe, dass die Kirchen die Netze bald reißen werden, wenn wir nicht anfangen, gesund zu bauen. Wir müssen anfangen. Gott hat einen Fischfang vorbereitet. Gott bereitet vor, dass Menschen geangelt werden. Nicht mehr mit einer Angel, sondern mit Netzen. Und wir als Kirche sind nicht ready, weil unsere Netze drohen zu reißen. Weil da so viele Churchies sind, die wissen etwas über ihn, aber kennen ihn nicht. Die sind so viele Churchies, die sind glücklich schon seit Jahren in einem Hauskreis, aber sind nicht, steppen nicht dort rein, in Multiplikation zu gehen. Wenn wir nicht anfangen, uns zu multiplizieren, werden definitiv die Netze reißen. Und dann werden wir sagen, ja Gott, warum tust du nichts? Und er tut. Sind wir bereit dafür? Werden wir bereit dafür? Und ich möchte dich einladen, dein Herz, dein Inneres bereit zu machen. Sagen, Jesus, ich weiß nicht, mich überfordert der Gedanke. Hier in der G5 in Lörrach, da ist was in Gang, keine Ahnung. Es ist irgendwie was Neues. Es ist etwas, ich weiß nicht, Gott, was du tust, aber Gott, hier bin ich. Send mich. Ich möchte bereit werden. Weißt du, das Starke ist eben, Petrus ist rausgegangen und das andere Boot war ja noch draußen an Land. Und Jesus und Petrus ruft dann, als er sieht, dass die Netze drohen zu reißen, dass er dann die anderen holt. Und dann holen sie so viele Fische ein, dass beide Boote drohen unterzugehen. Wenn wir nicht anfangen, in Vermehrung zu denken, werden wir untergehen. Wenn du in deinem Glaubensleben nicht anfängst zu denken, hey, wie kann ich eine nächste Person mit ranziehen, die dasselbe tragen kann, wie ich tragen kann, dann wirst du selber kaputt gehen. Willst du selber untergehen. Es ist nicht mehr die Zeit von dem One-Man-Show oder von dem One-Man-Ding oder von dem, ich mache halt meinen Hauskreis und ich baue da halt mein Reich und ich baue halt meinen Machtbereich und ich möchte den Einfluss nehmen, sondern nein, wir fangen an zu denken in Multiplikation. Und das ist... Wisst ihr, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Das Haus Gottes ist kein Gebäude, es sind Menschen. Das heißt, in der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, die zukünftige Herrlichkeit von diesem Haus, von diesen Menschen, wird größer sein. Also größer kann man auch sagen als größer. Die Kapazität von Herrlichkeit Gottes, dass diese Menschen tragen, wird größer sein, weil du selber mehr Menschen bauen kannst, weil du mehr Menschen tragen kannst. Und wisst ihr, das ist was, wo ich sehe, als Kirche geht es nicht nur darum, dass wir mit den Menschen die Kirche bauen, sondern Kirche ist dafür da, um die Menschen zu bauen. Die Kirche, dieser Ort hier ist dafür da, dass Menschen gebaut werden. Es wird nicht dieses Kirchengebäude gebaut, es wird nicht einfach nur irgendwas hier gemacht, sondern hier werden Menschen gebaut. Hier werden Menschen entwickelt. Hier werden Menschen gejüngert. Und das ist was, das passieren sollte. Yes? Hey, und es ist echt was, wo ich glaube, hey, wenn das unser Anliegen ist, wenn wir merken, wir bekommen ein Herz für Multiplikation, für Jüngerschaft, wir merken, hey, wir fangen an, in unserem eigenen Herz Gott arbeiten zu lassen. Und dass dann etwas erweitert werden kann, weil dann werde ich etwas Gesundes multiplizieren. Ich habe die letzten Jahre, habe ich mich immer wieder, wenn ich für Erweckung gebetet habe, hatte ich so ein bisschen eine Handbremse, weil ich gesagt habe, Gott, ich will gar nicht, dass die deutsche Kirche sich multipliziert. Weil ich sage, weil wenn Menschen hier zu Jesus kommen werden, zu was werden die gejüngert?
Wir werden wieder zum genau selben Konsum, zum genau selben passiven, zum genau selben eingeschlafenen, ich-bezogenen, selbstzentrierten Glauben hingejüngert. Ja. Ey, das ist echt so. Ey, Jesus, ich glaube echt, Jesus freut sich so sehr, wenn wir unser Herz aufmachen und sagen, Jesus, ich bin bereit, nicht für mich zu denken, sondern für andere. Ich bin bereit, dass ich nicht für mich, sondern dass ich mich multipliziere. Wirklich Multiplikation, das ist so ein Grund-DNA vom Reich Gottes. Es ist schon das, was Gott am allererstes den Menschen gesagt hat, war in 1. Mose Kapitel 1, Vers 29. Gott sprach, seht her, ich habe euch die Samen tragenden Pflanzen gegeben und die Samen tragenden Bäume. Und wir denken, oh cool, Gott hat uns Bäume und Früchte gegeben. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage ist, in der Bibel musst du immer schauen, was wiederholt sich. Und das ist unterstrichen. Ich habe euch die Samen tragenden Früchte und die Samen tragenden Bäume gegeben. Okay. Was wiederholt sich? Ich habe. Okay, das ist schon mal gut. Gott hat. Samentragend. Hä? Samentragend, das heißt, da liegt Potenzial drin, dass es sich vermehrt. Darum sagt Gott auch, sie. Gott sagt so oft, seht, seht her. Seht, wer Augen hat zu sehen, der sehe. Weil es da nicht um die natürlichen Augen geht, sondern um die geistlichen Augen geht. Bekommst eine Perspektive auf Menschen, auf Dinge, auf Situationen, auf Kirche von Multiplikation. Dass wir nicht nur sehen, oh cool, happy place. Sondern dass wir diese Kirche anschauen und denken in Multiplikation. Wie kann diese Kirche sich an einem anderen Ort multiplizieren? Wie kann diese Kirche an einem anderen Ort in Deutschland, in Europa, auf der Welt multipliziert und aufgebaut werden? Ich habe hier eine Orange dabei. Ich habe eine super kreative Veranschaulichung. Ich habe einfach gedacht, ich mach mal. Orangen, super Sachen. Ja? Erstmal, wenn du in deinem Leben Äpfel säst, wirst du keine Orangen ernten. Wenn du in deinem Leben Äpfel säst oder Apfelsamen säst, dann wirst du keine Orange ernten. Wir sind so häufig überrascht über das Ergebnis, das wir in unserem Leben haben. Dabei bekommst du immer das, was du säst und das, was du bist. Das heißt, wenn wir etwas anderes ernten wollen, müssen wir etwas anderes säen. Und Gott macht etwas und Gott möchte etwas in uns bauen, gerade, dass was Neues gesät werden kann. Okay, und dann Orangen. Wenn du jetzt mal sagst, ey, Gott hat Adam und Eva gesagt, schaut, die samentragende Orange. Und die sind dann hingegangen und vielleicht haben gesagt, oh, lecker, eine Orange. Und beklagen sich dann bei Gott, ja Gott, ich habe nichts mehr zu essen, ich habe keine Orangen mehr. Und Gott sagt dann, oh, hast du alles einfach nur gegessen? Das war nicht für dich. Es war die Samen zu erkennen, dass wenn du diese Orange hier, sag ich mal, wenn dort vielleicht in einer Orange drei Samen drin sind, die du säen würdest, hättest du in ein paar Jahren drei Orangenbäume. Einfach mal so anfangen zu denken, wenn du diese Orange hier nimmst, drei Orangensamen säst, und dann kommen drei Orangenbäume. Und jeder Orangenbaum trägt, wenn wir untertreiben, mal 100 Orangen. Wovon du jeweils wieder drei einsäst. Von jeder Orange wieder drei einsäen, oder? Dann hast du am Ende so ein paar. Da hört es bei mir auf, darum bin ich Pastor und kein Mathelehrer geworden. Also auf jeden Fall nach drei Generationen könnte man ein komplettes Land ernähren mit Orangen. Oder einen Orangensaft zum Frühstück, sage ich mal. Gott sagt, hey, wenn du Orangen willst, dann seh, was ich dir in die Hand gegeben habe. Und fang an, ihn zu säen. Und dann vertraue mir und fang an auch zu gießen, aber nicht nur mit deiner Gießkanne,
sondern lass es den Regen machen. Aber was deine Aufgabe ist, zu anzufangen, zu sagen, ich nehme diese Samen, ich sehe diese eine Person, mit der ich zusammen hier in dieser Gruppe bin und ich investiere mich dort rein. Ich multipliziere mich dort rein. Ich sehe nicht den Mensch, wo er steht, sondern dort, wo er stehen kann. Die Herausforderung ist, diese Orange zu sehen und nicht an ein halbes oder viertel Glas Orangensaft zu denken, sondern an drei Orangenbäume, die dort stehen. Das ist die Herausforderung. Aber ich möchte dich einladen, wirklich so zu denken. Und das ist die Herausforderung, weil wir sind es meistens nicht gewohnt, so zu denken. Und vor allem ist sowas wie ein bisschen, es wirkt manchmal wie ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du christlich sozialisiert bist. Weil wir es nicht erlebt haben, weil wir es nicht erfahren haben. Multiplikation. Aber mein Gebet heute Abend ist echt, dass dort, heute Abend, es ist so dunkel hier drin. Heute Morgen, mein Gebet heute Morgen ist, dass echt auch diese, dass wirklich so ein Spirit, wirklich dieser Blick vor Multiplikation freigesetzt wird in deinem Leben. Dass wenn du denkst, ja keine Ahnung, ich habe doch die ganze Nacht gefischt, ich habe die ganze Zeit schon Gas gegeben. Und dann kommt Jesus her und sagt, fahr noch mal raus. Und denkst so, oh, keine Ahnung, ey, ich bin eigentlich müde, aber okay, jetzt auf dein Wort hin will ich gehen. Und dann kommt der Fischfang deines Lebens. Und das ist wirklich mein Anliegen, dass da was geschiftet wird in unserem Denken. Wir müssen anfangen, in Deutschland umzudenken. Es war bei mir immer wieder so dieser Punkt, die letzten Jahre habe ich immer wieder gesagt, so ey Gott, irgendwie, ich finde es so uneffektiv, in Deutschland Kirche zu bauen. Ich gehe einfach mal in ein anderes Land. Ich will nach Afrika gehen mit den ganzen Evangelisten, die da überall sind. Ja, die sind in einem Tag dort mal eine Evangelisation und erreichen mehr Menschen für Jesus, als ich in meinem ganzen Leben werde, als Pastor in Deutschland. Ja? Und das war irgendwie so ein Gedanke. Und dann hat Gott so mich geheilt und gesagt, hey David, wir brauchen die mutigen Leute in Deutschland, die anfangen, groß zu denken und groß zu träumen und anders die Dinge zu sehen. Ja, und dass wir nicht nur sehen, oh, was verändert sich, sondern ja, Gott sei Dank verändert sich was. Wenn sich nicht verändert, dann wird es ja gleich bleiben. Wenn sich nicht verändert, dann wird es ja dasselbe multipliziert, was immer da war. Hey, und lass uns echt aufstehen, lass uns wirklich ins Gebet gehen, lass uns ringen, lass uns ausstrecken danach, dass sie sagen, Jesus, komm in mein Boot. Und wenn ich schenke mir dieses Wort des Herrn, wo was freigesetzt wird, ich möchte diese Perspektive von Multiplikation bekommen. Und ich möchte dort reinwachsen. Und ja, dann sind vielleicht ein paar Orangensamen, die versuche ich zu säen, versuche sie einzupflanzen, gehen halt nicht auf. Das gehört halt auch dazu. Aber es darf uns nicht bremsen, treu zu werden. Die Band kann gerne schon mal vorkommen. Wir möchten jetzt nämlich in eine Zeit auch gehen, wo wir noch beten wollen, wo wir wirklich da auch um Freisetzung beten wollen. Dass da was wirklich released wird in unserem Leben. Dass wirklich was freigesetzt wird in unserem Leben. Ah. Ja. Wisst ihr, das Krasse ist, zum Beispiel ist alles, das was von Gott kommt, vermehrt sich. Was Gott schafft, ist Vermehrung eingebaut. Es gibt Sachen, die von Menschen sind, die sind super. Zum Beispiel das iPhone, oder ich bin happy für so ein iPhone. Super. Das war eine Idee, die hat die Welt verändert. Zum Guten und Schlechten, beides. Ja. Das Krasse ist, ich kann nicht dieses iPhone einsäen und warten, dass halt in 2 Jahren 2 Baby-iPhones kommen. Jede grandiose Idee, die Menschen haben, wird sich nicht multiplizieren. Menschen versuchen, Menschen zu machen. Mit Rohstoffen, die Gott gemacht hat. Egal. Was Menschen machen, wird sich nicht einfach multiplizieren. Was Gott macht, ist Multiplikation eingebaut. Es ist die DNA. Und darum ist für uns eine wichtige Frage auch, wenn es sich nicht multipliziert, ist eine Frage, in der wir ehrlich zu Gott kommen müssen, ist, warum nicht? Warum nicht?
Ist es mein Menschenwerk, was ich mir aufgebaut habe? Ist da noch so viel Gümmelbrühe in meinem Herzen, weil ich denselben Tod weiter multipliziere oder halt nicht multipliziere? Oder ist wirklich Gott im Spiel? Und ich möchte uns wirklich einen Blick geben für, ja, lass uns sehen, was Gott sieht. Lass uns Deutschland sehen, wie er Deutschland sieht. Lass uns die Gegend sehen, lass uns die Region sehen, was Gott sieht. Auch, dass du in dein Leben reinschaust und siehst, was für Samen wurden dort reingesät. Lass sie aufgehen. Lass sie aufgehen. Yes. Oh, wow. Lass uns mal zusammen aufstehen. Vielleicht können wir einfach wieder ein bisschen auch vorkommen. Ist irgendwie immer schön ein bisschen, wenn man da zusammen ist, nicht so weit weg ist. Okay. Und ich möchte mit einer Abschlussgeschichte möchte ich noch kurz ein Beispielgeschichte erzählen. Und zwar, wir gehen jedes Jahr zusammen, meine Frau, also ich habe eine Frau und zwei Kinder und eine Schwester und die hat auch eine Familie. Und wir gehen jedes Jahr zusammen mit meinen Eltern zusammen in Urlaub. Das haben meine Eltern schon früher gesagt, hey, die wollen so einen coolen Urlaub machen, dass wir bis hier große mit Enkelkinder sozusagen mitkommen. Ja, das machen wir bis heute tatsächlich. 2 Wochen gehen wir wieder in Urlaub. Und da haben wir so ein schönes Haus mit so einem Pool in Frankreich. Und dann siehst du von dort das Meer. Und als wir dort angekommen sind, das erste Mal, da war ich so in diesem Pool. Und ich habe so richtig genossen, in diesem Pool zu chillen. Und es war so richtig schön. Und am nächsten Tag sind wir los an den Strand runter. Und sind dann runtergefahren, plötzlich in das Meer rein. Und es ist plötzlich eine komplett andere Welt, die sich dort öffnet. Es ist nicht mehr so bequem, aber es sind neue Tiefen, es sind neue Weiten, die sich dort plötzlich zeigen. Und für mich war das wie so, und dann bin ich ins Wasser gestiegen und habe angefangen zu schwimmen. Und was dann passiert ist, da hat mich so eine blöde Feuerqualle erwischt, wo ich immer noch eine Narbe hier habe von, ja. Und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt, sowas. Ja, das hat dann wehgetan, das hat dann und so weiter. Und ich musste da so dran denken, dass es so ein Bild ist, für uns als Christen, wir lieben es so sehr, in unserem sicheren, behüteten, kleinen Pool oder in unserer noch besser Badewanne zu sitzen. Und Gott zeigt uns eigentlich und sagt, schau, da ist das Meer. Da ist das Meer, da sind neue Weiten, da sind neue Tiefen, da ist etwas möglich, was im Pool gar nicht möglich ist. Da stehen zwar auch Gefahren, da stehen auch Hindernisse, aber die sollen dich nicht erschüttern. Lass dich nicht von den Hindernissen erschüttern, sondern lass uns heute aussteigen aus unserer Badewanne, aus unserem Pool und reintreten in das Meer, das Gott für uns bereit hat. In die Weite, die Gott heute für uns bereit hat. Yes? Ah, okay. Ich möchte als erstes jetzt die Möglichkeit geben, und zwar, wir werden jetzt einfach miteinander gleich noch ein bisschen beten, aber ich möchte als erstes die Möglichkeit geben, und zwar in dieses aufregende, grandiose Leben mit Gott. Brauchst du ein Leben mit Gott? Nugget. Wow. Und es geht nur durch Jesus. Weißt du, Gott liebt dich so sehr. Und Gott hat so einen genialen Plan mit deinem Leben und für dein Leben. Aber die Sache ist, dass Sünde in unserem Leben ist und die uns trennt von Gott, von der Gemeinschaft mit Gott, dass das Leben, das von Gott kommt, gar nicht möglich ist. Ja. Und du bist getrennt von Gott. Und es wusste Gott. Und darum hat er seinen Sohn geschickt. Es war Jesus. Gott selbst wurde Mensch, kam auf diese Erde. Und er hat für deine Fehler, für deine Sünden, für deine Gottgetrenntheit, für deinen inneren Tod, hat er am Kreuz bezahlt, dass du jetzt wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen kannst. Dass du ewiges Leben bekommst, das hier anfängt und nach dem Tod weitergeht. Und weißt du, dann ist Jesus auferstanden. Und die Auferstehung, so heißt es Römer 6, Vers 4, ja, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, auch so können wir jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, Jesus ist auferstanden, einmal erlebt heute und hat eine Bedeutung für dein Leben. Und zum anderen auch, das neue Leben, das steckt, möchte Gott in dein Leben reinpflanzen. Wenn du das jetzt bist und sagst, ich brauche dieses neue Leben, dann kannst du einfach mal kurz mir ein Handzeichen geben.
wenn du sagst, ich möchte jetzt mein Leben Jesus anvertrauen. Wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, dann zeig einfach mal kurz, gib mir mal kurz einen Winker, wenn du heute da bist. Okay, ich sehe jetzt gerade niemand, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist so wichtig, dass wir da immer die Möglichkeit geben, das Leben Jesus zu geben. Und ich möchte jetzt trotzdem mit uns ein Gebet beten. Und zwar entweder bist du hier und du hast dich gerade nicht getraut, dich zu melden, dann kannst du jetzt trotzdem das Gebet mitgeben, mitbeten und da wirklich eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das Zweite ist Multiplikation. Das heißt, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann lernst du jetzt auch, wie du jemand anderen in eine Lebensübergabe führen kannst. Und darum beten wir auch als Kirche mit. Okay? Und darum merkt ihr auch ein bisschen, was wir dort beten. Wie man Menschen in eine Lebensübergabe führt. Okay? Also, dann können wir mal einfach zusammen beten. Ich werde immer einen Satz vorbeten, dann kannst du nachbeten. Ist gut? Ja? Seid ihr da? Okay, come on. Also wir beten, ohne jetzt zu flüstern. Ja? Okay, also Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich komme zu dir als ein Sünder, der Rettung braucht. Wasch mich rein. Mach mich neu. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du gestorben bist und auferstanden bist. Dass ich jetzt neues Leben bekomme. Ich gehöre dir. Du gehörst mir. Jetzt füll mich mit dem Heiligen Geist. Und zeig mir den nächsten Schritt auf dem Weg mit dir. Ich liebe dich. Amen. Amen. Come on in. Yes, danke Jesus. Danke Jesus. Yes, und ich. Das ist so stark. Das ist die beste Entscheidung in deinem Leben. Und ich möchte jetzt zu dir sprechen, wenn du schon lange beim Glauben bist. Schon lange, lange vielleicht in einer freikirchlichen Gemeinde und du weißt, wie der Hase läuft. Du weißt, wie Glaube funktioniert. Du weißt, wie Gebet, du hast viel mit Gott erlebt. Vielleicht nicht das, was du dir erhofft hast, aber es ist okay, was du mit Gott erlebt hast. Und du weißt, was passiert, wenn man nach vorne geht. Du weißt, was passiert, wenn man feurig auf einer Konferenz ist. Du weißt, wie es ist, on fire am Sonntag zu sein, auf einer Konferenz, Gott zu erleben. Und am Montag fühlt es sich nicht mehr so gut an. Und du bist wie in so einen Rhythmus reingekommen. On fire auf Veranstaltungen, aber realitätsnah unter der Woche. Und ich spüre so eine Dringlichkeit, so eine Ernsthaftigkeit gerade. Und ich glaube, dass wir würden gerne für dich beten. Du weißt ja, das, was der David ist für die Neuen. Und ja, die Jungen, die sollen nach vorne. Und die on fire, die werden schon noch merken, wie es ist, wenn man lange beim Glauben ist. Deren Feuer wird schon noch ein bisschen abglühen. Ich weiß, wie es läuft. Jetzt spreche ich genau dich an. Und es kostet dich was, hier nach vorne zu kommen. Wisst ihr, ich hab mich entschlossen, selbst als Pastor, will ich der Erste sein, der vorne steht. Ich will mir nicht zu schade sein, im Worship hier mich zum Affen zu machen für meinen Jesus. Weil jemand denkt, als Pastor macht man das auch noch? Oder ich habe gedacht, das machen nur die prophetischen Tänzer. Oder das machen nur die Worshipper. Oder, aber als Pastor musst du doch gesettelt sein. Da weißt du doch, wie es geht. Nee, ich möchte mich zum Affen machen für meinen Jesus. Und ich möchte jemanden mit anzünden, der vielleicht das erste Mal da ist, der vielleicht noch, das noch nicht erlebt hat. Und wenn du das bist, dann möchten wir dich hier nach vorne einladen. Weil weißt du, es geht nicht darum, dass du jetzt heute was Cooles erlebst und es morgen fertig ist. Sondern ich glaube, dass Gott dich trainieren wird, wie es ist, wie es sich anfühlt, an einem Montagmorgen on fire zu sein. Wie es sich anfühlt, wenn du im Streit bist mit deiner Family, zu sagen, okay, boah, mein Herz, ich will es verändern. Und es ist ein Training. Es fühlt sich am Anfang nicht glorious an.
fühlt sich nicht heldenhaft an. Überwinden fühlt sich am Anfang nicht heldenhaft an. Sondern du denkst dir, was soll denn das jetzt? Das ist eine kleine, das ist jeden Tag eine kleine Entscheidung. Ein kleiner Schritt. Und dann wird es ein größerer Schritt. Und ich glaube, dass heute einige da sind, die das lernen dürfen. Wenn du heute rausgehst, das nicht vorbei ist. Sonst werden vielleicht die gleichen Situationen sein, aber du wirst anders damit umgehen. Und die ersten kleinen Erfolge zu haben. Und wir würden jetzt gern für dich beten. Wenn du das bist, dann leg deine Hand auf dein Herz oder mach irgendwas, was dich aktiviert. Es geht nicht um die Symbolik oder um ein Mantra, sondern es geht darum, dass du sagst, ich bin das. Sag, Jesus, ich bin schon lange mit dir unterwegs, aber ich will dir heute neu glauben. Ich treffe heute eine Entscheidung. Die mag nüchtern sein, die muss sogar nüchtern sein. Ob ich das, was in deinem Wort steht, als Wahrheit akzeptiere? Ich sag's nochmal. Ob ich dein Wort als Wahrheit akzeptiere? Oder ob ich meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Erfahrung hauptsächlich als akzeptiere? Und überall dort, und ich entscheide mich, wo überall dort, wo dein Wort gegen meine Entscheidung, überall dort, wo meine Erfahrungen gegensätzlich deinem Wort sind, entscheide ich mich, dein Wort mehr zu glauben. Wenn ich Mangel habe, wenn mein Konto im Minus ist, glaube ich, dass du sagst, mir wird nichts mangeln. Wenn ich keine Freude habe, wenn meine Gefühle nicht freudig sind, entscheide ich mich zu glauben, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich entscheide mich, heute da drin zu laufen. Amen. Wow. Yes. Yes. Okay. Hey, und ich möchte jetzt einfach auch ganz konkret, da würde ich für das Thema auch wirklich Multiplikation beten. Und da möchte ich einfach alle einladen, wo sagen, hey, auf meinem, auch ganz konkret würde ich auch, dass wir wirklich auch so eine, auch wirklich Salbung für Leiterschaft heute auch freisetzen. Also Multiplikation ist nicht nur für Leiter, gell? Das ist für alle. Ja, um Kinder zu kriegen, musst du kein Leiter sein. Du kannst einfach Kinder machen und kriegst sie, ja? Sowas, ja, aber dass wir jetzt beten, wirklich auch freisetzen, würde ich das Thema Leiterschaft, würde ich auch diesen apostolischen Ruf, möchte ich jetzt wirklich auch freisetzen. Und vielleicht, wenn da einfach, wenn du bist, ey, dann komm einfach, vielleicht kannst du einfach vorkommen. Ja, also wenn du merkst, so, hey, da ist vielleicht ein Ruf auf deinem Leben, da liegt wirklich so Leiterschaft, da hat vielleicht Gott schon mal gesprochen. Und ja, nicht nur in Kirchenleiterschaft, Business, Rektor, Sozialwesen, Eltern, die richtig reinstehen zu leiten. Ja, so wirklich, dass da wirklich was freigesetzt wird. Vielleicht kann das Gebetsteam, das Ministry-Team ein bisschen vorkommen, da auch mitbeten. Genau immer, dass ihr eure Hände mal hebt. Und da auch als erstes möchte ich wirklich da auch platzieren, Leiterschaft fängt mit Dienerschaft an. Ja, so die ist die besten Diener. Du kannst nicht dienen, du kannst nicht leiten, ohne zu dienen. Und dass wir wirklich jetzt auch frei sind, wirklich auch so wirklich so dieses Apostolische für Leiterschaft, für wirklich Freisetzung dafür, okay? Come on, lass uns einfach auch als Rest, lass uns einfach in die Anbetung gehen. Und ich bete einfach hier vorne, unser Ministry-Team kommt auch einfach hier vor und betet. Wir einfach Hände auflegen, okay? Aber dass da wirklich auch was freigesetzt wird, dass da wirklich was freigesetzt wird, dass, wo du so merkst, da ist ein Hunger, da ist eine Sehnsucht in dir. Yes, dass es kommt in Jesu Namen. Da danken wir dir, Jesus, dass hier jetzt wirklich Freisetzung von Multiplikation, von Leiterschaft kommt. Jesus, ich danke dir, dass die Juniorleiter drin sind, wo das jetzt wirklich Begabung, wo Freisetzung kommt, wo schon so lange wirklich auch eine Sehnsucht im Herzen ist, von ja, ich möchte mehr. Da hat Gott einen Ruf reingelegt, da hat Gott in Leiterschaft, in Führungsqualitäten reingelegt. Aber ich bin halt nicht, nee, wir brechen jetzt diese Lüge von, ich bin halt nicht so, wir brechen die Lüge von, ich kann nicht, sondern in Jesu Namen, das wird jetzt freigesetzt. Wir danken dir jetzt, Jesus, dass du jetzt kommst hier, weil du bist der beste Leiter, du bist die beste Führungskraft und es setzt mir frei, wirklich geistliche Führungsqualitäten, yes. Und ich sehe dich auch in der jungen Generation hier, dass wirklich auch Gott wirklich auch Leiter freisetzt und das heute auch, wenn du so merkst, in deinem Inneren, ist vielleicht wie so ein Ruf zum Pastor, zu einem Evangelisten, zu einem Business Owner, was auch immer, du denkst, ich bin noch viel zu jung,
Wir brechen diese Lüge von du bist zu jung. Von Jeremia 1, Vers 7 sagt nicht, du bist zu jung, denn der Herr wird seine Worte in deinen Mund legen. Danke, Jesus, dass es wirklich freigesetzt werden darf. Ja, come on. Yes. Yes, come on, lass uns einfach in die Anbetung gehen. Lass uns ausstrecken nach Gott. Yeah.
noch zu teilen. Und zwar, ich habe vorhin am Anfang ganz kurz gesagt, ich bin selber auch FEG-Kid, ja, und ich wollte einfach hier in dem Ort einfach Danke sagen für alle, die so treu seit Jahren und Jahrzehnten dabei sind. Ja, und ich kann es brutal verstehen, wenn manche etwas überfordert sind. Ja, aber ich möchte auch einladen, genau das, was jetzt gerade gesungen wird, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Und dass das ein Gebetsanliegen ist, man muss nicht immer gleich voll all in sein in allem, was passiert. Aber ich möchte dich einladen, wirklich zu beten und zu sagen, Jesus, öffne du wirklich auch Augen. Weil für mich war dann irgendwann dieser eine Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, also wenn ich denke, dass ich alles weiß, dann bin ich in Religion geendet. So was, wenn... Weil das Reich Gottes dehnt sich aus. Das Reich Gottes wächst. Das bedeutet, wenn bei mir etwas aufhört zu dehnen, dann bin ich in der Religion angekommen. Das Reich Gottes dehnt, das Reich Gottes baut weiter aus. Und da möchte ich euch einfach einladen, es wirklich auch zu sagen, hey, ich lasse mich ein auf eine Reise. Ich lasse mich ein, aus der Komfortzone rausgekitzelt zu werden, rausgelockt zu werden. Ich suche Gespräche. Ich sag's euch, ich habe, als ich das erste Mal Kontakt hatte mit dem Thema Sprachengebet, in einer anderen Sprache zu beten, ich sag's dir, ich wurde aggro. Ich habe 2 Jahre lang Leute niedergemetzelt, in Diskussionen und allem Möglichen. Und ich war wahrscheinlich der heftigste Gegner, den eine charismatische Person haben könnte. Ja? Und ich bin auf die Reise gegangen und ich habe gemerkt, es war ein Kampf in mir, weil ich gesucht habe. Und ich wollte suchen, das ist wirklich die Wahrheit. Ich wollte zurück zur Schrift kommen. Aber gleichzeitig auch vorwärts zur Schrift kommen. Weil unser Leben stimmt manchmal nicht ganz überein mit dem, was in der Bibel verheißen ist. Und so bin ich in Diskussionen gegangen, in Suchen gegangen. Und ich habe gemerkt, was triggert sich in mir? Aber ich bin auf die Suche gegangen. Und nach habe ich gemerkt, Gott tut etwas und Gott tut etwas. Das heißt, wir lassen nicht locker zu suchen, wir lassen nicht locker aufzumachen. Ich möchte einfach hier noch kurz beten. Einfach auch für alle, die sagen, ja, und ich möchte irgendwie, irgendwas ist da, aber ich hab's noch nicht. Möchte ich jetzt beten, dass wirklich, einfach wirklich der liebevolle, sanfte, wirklich Geist von Jesus kommt und einfach uns berührt. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach vielleicht auch so deine Hände öffnen kannst oder ausstrecken kannst oder hinknien kannst, als einfach ein körperliches Zeichen von deiner inneren Haltung. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinen Geist geschenkt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bringst. Und jetzt bete ich, Jesus, dass wirklich auch diese Treue, die seit Jahren und Jahrzehnten gelebt wurde, dass die wirklich auch belohnt wird, Herr. Und dass einfach jetzt auch religiöse Festungen auch brechen müssen, wo vielleicht auch gefangen sind in Unbequemlichkeit, in Unbeweglichkeit. Und dass jetzt wieder eine neue Agilität reinkommen kann in unsere geistliche Dehnbarkeit. Dass da wirklich jetzt auch was freigesetzt wird, Jesus, dass da wirklich deine Liebe, deine Gegenwart kommt und einfach uns hinküsst in dein Wirken. Und dass es nicht darum geht, um richtig und falsch, sondern einfach in mehr von dir, Gott. Ich gebe meinem Inneren mehr Raum von dir, Jesus. Und dass dieses eine Gebet, Gott, wenn du etwas hast,
das ich nicht habe, dann möchte ich es haben. Und Jesus, beten wir wirklich auch das, wenn ich was nicht habe, das du hast, dann wollen wir es haben. Danke, Jesus. Come on. Yes. Öffne du mir die Augen. Öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen. Öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Oh, leuchten erhoben und herrlich. Gieß uns deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht. Oh, leuchten erhoben und herrlich. Gieß uns deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 heilig.
Licht finden deiner Pracht. Leuchten erhoben und erlebt. Gieß uns deine Liebe und Macht. Die singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich finden deiner Pracht. Leuchten erhoben und erlebt. Gieß uns deine Liebe und Macht. Die singen heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Sing it again. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. He's holy. Er will von dir gesehen werden. He wants to be seen by you. Er will, dass du auf ihn schaust. He wants you to look at him. Denn das Opfer, was er gebracht hat, is a sacrifice that he gave. Das erwartet, dass wir ein Leben leben. It expects that we live a life. Das dem würdig ist. That is worthy. Hey, und das bedeutet manchmal, unangenehme Dinge tun zu müssen. And sometimes it means to do things that we don't like. Es ist nicht nur Segen, happy clappy, Sonntag, alles klasse. It's not just singing, happy clappy. Sondern genauso wie Stefan gesagt hat. And it's as Stefan said. Auch am Montag muss Leben fließen. Also on Monday, life needs to flow. Wenn du dich nicht danach fühlst. And even if you don't feel like it. Dann musst du auf dieser Wahrheit trotzdem stehen. Then you need to stand on this truth. Und sagen, auch wenn es sich wie ein Opfer anfühlt. So even if it feels like a sacrifice. Ich bin geboren, um Leben aus mir herausfließen zu lassen. I am born so that life flows out of me. Wow. Ist es nicht genial, was Gott heute alles getan hat und freigesetzt hat? Isn't it wonderful what God did today and released? Wir wollen herzlichen Dank sagen an David und Stefan. And we want to say thank you to David and Stefan. Ihr seid der absolute Hammer. You guys are the best. Wahnsinn, was ihr freigesetzt habt, die Vollmacht, die auf eurem Leben liegt, ist einfach Hammer. Vielen, vielen Dank. It's amazing what you release and the authority that's on your life. Yes. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, Ben wäre gerne hier gewesen. Er liebt diese beiden Männer Gottes von ganzem Herzen. Er ist leider krank geworden. And I forgot to say earlier that Ben would love to be here today, but he got sick and he would have loved to meet you. Genau, aber auch in seinem Namen, hey, vielen Dank für das, was ihr heute investiert habt. But also in his name, thank you so much for what you brought. Yes. Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen. Wir freuen uns auf euch am nächsten Sonntag. Otherwise there's not much left to say. We're happy to see you again next Sunday. Da wird endlich mal jemand anders hier stehen. Ich habe da frei. And someone else will stand here. I'm on holiday, on vacation. Aber ich schaue den Livestream an und wenn ich hier vorne keine Leute sehe. But I'm watching the livestream and if I don't see people here at the front. Ja, ihr wisst Bescheid. You know. Super cool. Hey, viel Segen euch und bis nächste Woche. God bless you and see you next week. Ciao, ciao.